kommen die ganzen Bombenexperten schon wieder her. Zack, weg. Oh. Alter, krass, wie die immer spawnen, ne? So kurzfristig irgendwie. Oh, das ist jetzt Ruhe. Oh, jetzt kommen die anderen durch, die Verrückten hier. Oh, jetzt kommen da die dicken Hammer, Leute. Oh, die sind schon gar nicht so ohne, ne? Also musst du gut treffen. Ja, weil man die von hinten erschießen kann. Mhm. Kann man nur von hinten fächern. No. Unsere ganzen Hilfsleute tot? Ich glaube ja. Jo, der ist auch weg. Könnte theoretisch einer lockt immer, ne? Und der andere schießt von hinten. Genau, jetzt sind sie alle tot. Diese Lappen. Ich habe mal wieder irgendwo einen übersehen. Ja. Irgendwo klemmt bestimmt wieder irgendwer. Ah. Ah. Manchmal braucht man wohl ein bisschen Geduld. Any problems? Nope. We heard gunfire. That's not a problem. It's a solution. No. I found this in one of the boxes. Perhaps you could use it. Nice. Thanks. That was a fun little shopping trip. Mit Alt kann ich die linke Waffe auswählen, ne? Genau. Und die rechte irgendwie, also dass ich beide benutze? Mit Alt. Alt links. Also wenn ich Alt links drücke, dann zeigt er mir zwei Waffen an. Genau. Aber ich... Warte mal, wie kann ich die... Ich kann die nicht auswählen irgendwie. Ach so, doch. Wähl die, die du in beiden Händen haben willst. Zum Beispiel hier die Minigun. Mhm. Und dann drückst du Alt und nimmst die automatisch auch in die andere Hand. Ah, okay. Hast du?
Ja, habe ich gemacht, aber ja trotzdem nur. Also ich bin jetzt zum Beispiel auf der Minigun. Ja. Dann drücke ich Alt. Ja. Passiert trotzdem nichts. Wenn ich Alt drücke, zeigt er mir halt nur die an irgendwie. Also die ganzen Waffen. Ach so, dann hast du das gar nicht geskillt, oder was? Ja, doch, eigentlich schon. Also, dass ich beide nehmen kann. Okay, aber das... Weiß ich auch nicht. Na, lassen wir es mal so. Also bei mir ist einfach Alt drücken und dann sieht man, dass er zwei in der Hand hat? Ja. Alt drücken. Dann zeigt er mir auch unten die Waffen an, aber er nimmt sie dann automatisch in die Hand. Ist ja, wenn er, wenn du mal bei mir guckst, ne? Also es ist... Ne? Ach ja, genau. Zeig mal deine Skills. Ah, jetzt hat er die Pistole genommen. Doppelt. Achso, meine Skills sind hier... Diese Doppelwaffen, du kannst zwei... Ach, zwei Pistolen oder Einhandwaffen, okay. Das war schon erst Doppelwaffen und dann... Ach, hast du gar nicht geskillt, ne? Die schweren Waffen. Nee, leider nicht. Okay, aber kommt ja noch. Aber du weißt ja Bescheid. So, ja, dann kann's ja losgehen. Könnte man nochmal mit F. Ich warte nicht. Genau. Ja, genau, ich hab das mit den fetten Waffen. Ja, stimmt. Mhm. Ist echt ganz cool, also ne, wenn man mit den... Wenn man dann mit den zwei Miniguns ballert, das säbelt schon ganz gut was weg. Ja, das glaube ich. Das ist wie Musik spielen. Ja, was ich cool finde, ist mit diesen schnellen Schrotflinten, weil dann kannst du immer mit einer ballern, dann lädt er die nach, du kannst aber schon mit der nächsten, mit der in der anderen Hand ballern. Ah, die haben schon geile Ideen, so, ne? Soll ich sagen. Ja, oh nein, das ist ja dieses Viech da. Ach, das ist so eine Ablenkungsdrohne, ne? Ja, genau. Ich wollte es mal austesten. Ja. Dicken habe ich auch mal umgeschossen. Der hat von da oben immer welche grünen Giftdinger geschossen. Ja. Hier gibt es nicht so viel Munition. Und sammeln. Ja, Munition ist hier ein bisschen rar, das stimmt. Ach du heilige Neune, ey.
Alter, das ist, ich laufe da entlang, dann blitzt es einmal lila und dann kommt dieser Bombenschuss da, ne? Ja. Ja. So, jetzt müssen wir mal gucken. Oh. Ach, jetzt kommen die wieder an. Und nicht die Wellen, das sind also nicht aus. Sehr schön gedroppt, die ganze schöne Munition. Oh, jetzt geht's ab in den Gully. Stone, we need to go down here. As you can see, we are not called an underground movement for nothing. Okay, so how long is this gonna take? What? Get down! No, don't! Give me one good reason. This is our informant. He's what? What? Are you sure? Please, human, remain calm. We are not all servants of Tahum the Mad. It is only the fanatics who consider him a god. I am not one of them. Okay. Human, do you want to go to the castle or not? No time to argue. We need to go. Ist das schön, dass aus der Unterwelt mal einer hilft. Ja. So, awkward, what's your name? I am called Chagak Zalma Gakiak. Can I call you Charlie? Ah, that is what my brood mother called me when I was but a hatchling. So how'd you end up on Earth, Charlie? Like all conquerors, it is Tahum's way to ally himself with the very worst people in each civilization. On my home planet, he supported a faction of religious fanatics. They were, how do you say, Drakraks in English? Traitors? Assholes. He helped them destroy the High Council of Scorpius, ruin thousands of years of culture. When they started drafting young arachnoids for his army, the resistance saw an opportunity to sabotage Tahum's operations from the inside. Cool. No. Jetzt haben wir die Waffe auch. Sehr gut. Charlie, my friend, can you help us settle this? Is there not a very large variety of monsters here? It is. Okay. See? That's what I said. It is, of course, nothing compared to the plains of Kupu, where I once killed a double-ended Obanian hypersnake. How do you do that? Simple. You strangle it at both ends. Here, let me get that for you. Eieiei, das sieht auch wieder nach richtig Spaß aus.
Oh nein, ich will kicken. Ja. Ja, der Hammer. Die zerplatzen aber ganz gut. Jawohl. Lass das hier jetzt auch ballern, ne? Jawohl, was für eine Schlacht. Das sah nicht mehr. Die Alte haben wir auch weg. Ist doch wieder eine rumgeflogen, die mit Fässern wirft. Ja, die ist mehr. Ja. Oh, sehr gut. We got them! Wann? Ja, das ist eine gute Frage. Steht hier zur Bohrung, oder? Ja. Ah, stimmt, ja. Charlie, I can't wait for you to meet my buddy Carter. Now, when you get talking, I want you to tell him that your people faked the moon landing. Ah, a jest. I am known for my love of practical jokes. Once in... Raiders! Take cover! I'll take care of this Dracrax, fly boy. Ay, ay, ay. Jetzt drauf. Don't worry, Charlie. It happens to the best of us. They must have realized we're pushing for the castle.
They're throwing everything they got at us! Sit tight! I'm coming! No! This is too important! You must go ahead! We will distract them! Good luck, Stone. Luck has nothing to do with it. Guns. Guns have everything to do with it. Come, my friends! Let us show Tahum that the free peoples of the galaxy stand together! Oh. Sehr gut. Nächste Kapitel geht's bestimmt richtig ab. Ja. Das denke ich auch. Schön in dem Schloss. Mhm. Graf Dracula. Ich höre Frösche im Hintergrund. Hm. Ich hab keinen fahren lassen. Knallfrösche, genau. Yo. Carter, is that you? Sam, can you hear me? Carter, hello? Sam? I don't think he can hear me. Well, that went nowhere. Schön ist, das sind ja mal wieder ein paar andere Viecher, ne? Genau. Alter, fetzer Platz da oben, ey. Ein Teil mit dem Action. Ja. Causing the chemtrails all along, just like Nostradamus predicted. But who was piloting black helicopters? Oh, well, you see, after the Illuminati sent lizard Stanley Kubrick into space to fake the second moon landing, the Knights Templar came up with a plan.